Pascal Zuberbühler hier an der U17-EM in Nyon. Das erste Spiel ist gespielt, Schweiz gegen Frankreich, 1-5 verloren. Sie haben das Spiel gesehen. Wie war das? Was sind Ihre Eindrücke? Also erstens muss ich mal sagen, es war ein überraschend hohes Niveau gewesen. Also auf der Seite der Franzosen, die haben sehr gute individuelle Klassenspieler drin gehabt. Wenn ich da an den Captain denke mit der Nummer 10 oder an Stürmer, Nummer 9, die sind eine Klasse für sich gewesen. Aber die Schweizer, muss ich sagen, müssen sich nicht verstecken. Sie haben eigentlich das gemacht, was sie können, und sie haben gefightet, und das hat mir enorm gefallen. Sie sind eine Mannschaft gewesen und sind sogar noch 1-0 in Führung gegangen, aber leider ist es halt immer so, kommt man ins Goal, macht man das Goal, freut sich, man ist nicht so konzentriert und dann kommt gerade der Ausgleich. Und das tut natürlich dann extrem weh in einer Mannschaft, sich da wieder aufzuraffen und wieder vorwärts zu schauen. Und, aber ich muss sagen, die Schweizer haben mir gefallen im Großen und Ganzen, und speziell das Kompliment noch an Goalie, weil sie hat mir sehr gut gefallen. Eben, man hat das ein bisschen gesehen, die sind jetzt eben 17 in diesem Alter. Die Emotionen sind gross, eine sehr emotionelle Mannschaft, und dann geht der Gegentreffer. Haben Sie sich da auch ein bisschen zurückerinnern an Ihre Jugendzeit? Hat es auch so Fälle gegeben in Ihren Mannschaften, dass man sich ein bisschen zu fest gefreut hat und dann hat man gerade eine bekommen? Gut, das hat es in meiner langjährigen Karriere ein paar Mal gegeben. Das muss ich gar nicht jung sein, das ist auch im älteren Stadium ist das so gewesen. Aber das sind halt die Momente im Sport. Das geht einmal sehr gut, einmal dann wird man wieder überrascht, und speziell als Goalie ist es ja so, man ist ja immer ein bisschen auf dem Hochseil oben, und man ist am meisten der Größte, wenn man einen guten Ball hat oder 90 Minuten gut spielt und in der 92. machst du einen Fehler und dann ist man einfach wieder drinnen. Und da muss man dann wieder aufstehen können, und das ist halt auch im ganzen Sport so, aber das ist ja das, was Spass macht, mit den verschiedenen Situationen. Haben Sie schon häufig auch Fußball gesehen? Ja, noch nicht so viel. Also U17 habe ich noch nie gesehen, die Nationalmannschaft. Aber ich kenne da auch mehrere Leute, die da dabei sind, in meinem Trainerstaff, der Goalie-Trainer und auch der Assistenztrainer. Und wie gesagt, es macht mir enorm Spass, da zu sein und auch das mal anzuschauen. Und vor allem zu sehen, was halt die jungen Fräulein so drauf haben. Das ist also wirklich schon sehr eindrücklich. Wie stellt sich das vor? Haben Sie schon mal trainiert, Frauen oder Mädchen? Und wenn nicht, wie stellt sich das vor? Was könnte anders sein, als wenn Sie jetzt in Marco Wölfli zum Beispiel trainieren bei IB? Nein, ich würde gerne mal trainieren. Also da bin ich nicht einer, der sagt, nein, das könnte ich nicht. Also ich würde gerne auch im Frauenfußball mal ein Goalie-Training machen. Das würde mich sicher interessieren. Aber ich muss das auch zuerst herausfinden, was denn genau anders ist. Weil die Übungen schlussendlich sind nicht verschieden. Also, und auch diese Goalie, auch bei den Frauen heutzutage, die wollen auch genau die gleich scharfen Bälle haben, wo man auch an einem Mais-Goal schiesst. Also, das ist für mich auch schon klar von Anfang an. Aber es würde mich sicher mal interessieren und reizen, sicher. Ihre letzte Station war IB. Das ist jetzt auch schon ein bisschen her wieder für Sie. Wenn Sie da zurückschauen, damit ein bisschen Abstand. Was ist jetzt das für eine Station für Sie? Wie schauen Sie da persönlich darauf zurück? Für mich eine sehr lehrreiche Zeit. Vor allem, ich habe mich entschieden, meine Zelte in England abzubrechen bei Fulham. Ich bin zurückgekommen zu IB, habe etwas aufbauen. Und ich wollte da gar nicht darauf eingehen, warum das jetzt das nach 10 Monaten schon wieder abgebrochen ist von der Seite von der Clubführung. Ich finde es schade. Ich finde, man hat das Feingefühl nicht für den Fußball. Aber wenn es mal ein bisschen schlecht läuft und wenn es mal ein bisschen den Druck aufkommt, genau dem muss man an den Gegenheben. Und ich bin sicher gewesen, oder ich wäre sicher, dass mit dem Christian Gross und mir vom Staff, wir hätten das hergekriegt und wir hätten die IB noch eine ganz fantastische Zeit hergebracht. Also das darf ich, das Gefühl habe ich, und so bin ich auch auf Bern gekommen. Aber mittlerweile, das Thema ist erledigt, und ich freue mich jetzt mal ein bisschen andere Sachen zu machen, wie jetzt hier zu sein. Jetzt mal eben die U17 anzuschauen und mich mit verschiedensten Leuten zu treffen, und das genieße ich im Moment mal sehr. Aber eben IB für die Zukunft, die Mannschaft bleibt zusammen, also sie haben nicht grosse Transfers. Die Zusammensetzung stimmt eigentlich von der Mannschaft? Hat es einfach zu wenig Geduld gehabt von der Führung her? Ja, das war mal der Hauptgrund gewesen, dass Geduld einfach nicht, das hat gefehlt leider schlussendlich. Man kann nicht nach 10 Monaten das Projekt, das man anreist, kann man nicht nach 10 Monaten schon wieder beenden. Also, das ist nicht logisch. Also, ich würde sagen, jetzt schauen wir mal eine Saison das auf, machen wir, tun wir mal ein bisschen aufräumen, tun wir mal ein bisschen neue Wind reinbringen, und dann schauen wir mal die ersten paar Spiele an, wie sich das entwickelt. Jetzt haben wir können lesen, eben nach London und Bern werden Sie ein bisschen in die Welt umreisen mit der FIFA. Was ist Ihr Lebensmittelpunkt? Ist aber wieder in der Schweiz.
Gut, das mit der FIFA, das ist eine Situation, die ich mal mit ihnen angeschaut habe und sie mir das mal erklärt, was da für Trainingsmethoden sie machen und wie sie in Entwicklungsländern auch helfen. Und das ist sicher etwas Interessantes und da habe ich den Kontakt mit der FIFA zusammen. Aber wie, wo ich wird zu 100% anfangen zu arbeiten, das ist noch alles offen. Weil, wie gesagt, ich habe viele Ideen im Kopf. Im Moment trifft mich eben auch mit anderen Leuten, also nicht nur die vom Fußball. Es interessieren mich auch alle anderen Sachen und ich bin im Moment sehr weltoffen und ich lasse mir alles an und nein, es geht mir sehr gut, muss ich sagen. Aber wenn der Christian Gross wieder einen Job bekommen würde, das wäre schon eine Option wieder? Gut, das muss dann der Christian Gross entscheiden, ob er mich als Goalie-Trainer mitnehmen oder in seinem Staff haben. Aber wir haben sicher immer den Kontakt, das ist schon so. Ja. Und eben, Sie sagen, außerhalb vom Fußball gibt es interessante Sachen. Was wäre das zum Beispiel? Da würde ich jetzt auch nicht gross eingehen. Es gibt viele andere wundervolle Berufe, die es noch gibt und die mich auch interessieren. Ich habe die letzten 21 Jahre nur im Fußballbusiness gelebt eigentlich. Und das ist ein Traum. Das ist wirklich ein Traum. Ich bin dankbar für alles, was ich erleben durfte. Diesen fantastischen Moment. Aber wie schon gesagt, ich konzentriere mich im Moment nicht nur auf Fußball. Also das hat noch viele andere Sachen. Aber im Fußball wäre nur Torwarttrainer eine Möglichkeit oder würden Sie dort auch allgemein Trainer noch reizen? Oder sonst etwas? Nein, also im Fußball spezialisiere ich mich schon eher auf Goalie-Training. Also, das ist das, was ich kenne, wo ich geboren bin, wo ich herkomme. Und ich würde nicht einer Mannschaft zeigen, wie es taktisch steht. So. Also, der Verteidiger, das langt, aber mir hat sich dann fixiert auf den Goalie. Also dann viel Erfolg weiterhin. Merci vielmals. Merci, danke.